Vistrita Padasana ist die sitzende Grätsche. Pada heißt Fuß, Vistrita heißt auseinander, weit auseinander. Und so ist Vistrita Padasana eine der vielen Bezeichnungen für die sitzende Grätsche. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung mit ausgestreckten Beinen, der Langsitz. Von hier strecke die Beine zur Seite aus und beuge dich nach vorne. Es gibt dabei verschiedene Handhaltungen. Die eine ist, du fasst dabei mit den Händen an die Füße oder mindestens die großen Zehen, hast das Kinn auf dem Boden, das ist die Grundstellung von Vistrita Padasana. Oder du kannst auch die Arme nach vorne ausstrecken. Oder du kannst auch die Ellbogen auf den Boden geben und das Kinn in die Hände geben. Das wäre dann Vishama Vistrita Padasana, also die ruhende Grätsche. Vistrita Padasana ist insbesondere die Bezeichnung für die sitzende Grätsche, die ja sonst als Upavista Konasana bezeichnet wird. Du findest diese im First Steps to Higher Yoga von Sri Yogeshwaranand Paramahamsa. Und der sagt, dass diese Übung auch Verstopfungen beseitigt und die Hüfte elastisch hält.